Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format der Naturmedizin. Heute mit dem Thema, was ist der König aller Antioxidantien? Man hört viel, aber was ist es wirklich? In diesem Thema gehe ich heute nach mit meinem Gast, nämlich der Jutta Sufner. Ganz herzlich willkommen, liebe Jutta. Hallo Alexander, danke, schön hier zu sein. Danke ebenfalls. Ich stelle dich noch kurz vor, du bist Diplom-Ingenieurin im Bereich der Biomedizin, ganz ein tolles Wort, muss ich schon sagen, und auf der anderen Seite auch Heilpraktikerin. So, in dieser Funktion reden wir heute mal über Antioxidantien und fangen eigentlich mal beim Kern an. Was ist überhaupt ein Antioxidantium, damit wir alle auf dem gleichen Level hier in die Sendung reintauchen? Antioxidant ist nichts anderes als ein natürlicher Rostschutz. Anti gegen Oxidanz, also oxidieren gegen das Rosten. Ja. Das heißt, mit Antioxidantien nehmen wir sozusagen einen Rostschutz in unseren Körper auf. Wobei sollte man vielleicht noch erwähnen, unser ganzes Energiesystem, unser ganzes Zellsystem besteht ja aus Oxidieren und Reduzieren, also diese Redox-Reaktionen, das ist ja ein ganz normaler Vorgang, den wir auch brauchen, der auch ganz wichtig ist. Also, weil viele Leute meinen immer, ich muss den ganzen Tag nur Antioxidantien nehmen. Das sind auch ganz normale physiologische Prozesse, die wir brauchen für eine normale Zellentwicklung. Also Gesundheit heißt, alles ist im Gleichgewicht. Gleichgewicht ist, hast du eigentlich schon das Schlüsselwort gesagt, Gleichgewicht, Anpassung und dann Adaptogene. Also adaptogene Stoffe nehmen, um den Körper im Gleichgewicht zu halten, weil wir sind ja evolutionsgeschichtlich ganz, also nicht für das heute vorgesehen. Wir sind ja mal aus einem ganz anderen Grund konstruiert worden sozusagen. Und die Umwelt hat ja ganz andere Einflüsse gehabt. Also wir sind morgens aufgestanden, erstmal 40 Kilometer gelaufen, haben uns dann unsere Nahrung gesucht, unsere Früchte, unsere Beeren, unser Obst. Und heute sind aus diesen 40 Kilometern 5 geworden. Wir stehen auf, gehen zum Kühlschrank und nehmen uns dann irgendetwas zu uns. Also dieses ganze System hat sich halt komplett gewandelt. Wir hatten schon früher oxidative Stressfelder, oxidative Energien, die auf uns ausgewirkt haben. Aber wie hat man sich denn früher ausgeglichen mit dem Antioxidativen? Wir hatten früher eine ganz andere Umwelt. Also man muss einfach dazu sagen, wenn du früher Obst oder Gemüse gegessen hast, das war voll reif. Da war ja viel mehr Antioxidative, da war ja schon natürlicher Rostschutz drin. Und was man natürlich nicht unterschätzen darf, die ganzen Umwelteinflüsse. Vor 1000 Jahren hatten wir kein WLAN, kein Elektrosmog, wir hatten keine Autos, wir sind mit Pferden gefahren. Also diese ganzen Einflussfaktoren und auch diese Ernährung, die es heute gibt, früher gab es keine McDonald's, keine Pizza, das gab es ja alles nicht. Das heißt, du brauchtest auch viel weniger, um den Körper wieder in die Regulation zu bringen. Und das wird heute massiv unterschätzt. Also auch, du hast vorhin die Früchte angesprochen, die hatten früher viel, viel mehr Antioxidantien drin. Okay, gegenüber heute. Ja, es sind massive Unterschiede. Es gibt Studien, dass auch jeder nachlesen kann, dass der Mikronährstoffbedarf im Obst, ich sage jetzt mal pauschal, also um 50% mindestens gesunken ist im Vergleich zu den letzten 50, 60 Jahren. Teilweise bis zu 90%. Das hat man mal mit, lass mich es richtig sagen, mit Äpfeln, Tomaten und Möhren gemacht und dann den Vitalstoffgehalt, also auch von Magnesium, von Eisen, Selen. Und da ist rausgekommen, dass es im Vergleich 1914 und 2019 90% weniger waren. Da war ich total erschrocken. Wow. Und es ist von einem soliden Menschen untersucht worden. Der hat die Mikronährstoffakademie, also da hängt auch keine Firma oder sowas dran. Und das sollte einem mal zu denken geben. 90%, das wusste ich nicht, das ist extrem hohe Zahl. Ich habe es vor ein paar Wochen auch erst erfahren. Bei den Bananen hört man es immer wieder, wie viele Bananen man heute essen muss gegenüber einer Banane vor 40 Jahren. So viel kann selbst ein Affe nicht essen. Also das ist, es ist unmöglich. Also man müsste man soll ja offiziell, gibt es jetzt sogar schon so Empfehlungen, 9 Portionen Obst und Gemüse am Tag. Aber jetzt sei mal ehrlich, wie willst du denn das hinkriegen? Dann bist du ja nur noch am Essen. Und dann müsst ihr das Obst oder das Antioxidant, was ich zu mir nehme, auch die Mikronährstoffe liefern oder die Antioxidantien, die ich auch wirklich brauche. Und das sei jetzt einfach mal dahingestellt, trotz Bio und allem. Das Beispiel eines Apfels zum Beispiel hatte ich mal in meinem Kopf früher, weil als Kind hatte ich so einen Apfel, der hat noch so leicht bitter geschmeckt, oder? Oder sauer.
Ja, hat auch nicht schön ausgesehen, also kein TÜV-Apfel. Also sicher nicht. Und auf der anderen Seite sehe ich heute diese Design-Apfel, die eigentlich nur noch voller Zucker sind, Fructose, schmecken auch sehr süß. Kann man sagen, dass dieser Apfel da, dieser süße Apfel, mehr entzündungsförderlich ist, als dass er früher noch war, entzündungsabbauend? Ich glaube, es kommt immer darauf an, wer nimmt es zu sich. Das ist ganz, ganz wichtig. Entzündungsfördernd pauschal würde ich nicht sagen, sondern es kommt darauf an, wo kommt der Apfel her? Ist er aus einem Bioanbau oder ist er wirklich gezüchtet? Verhältnis Fructose, Glucose, was nehme ich sonst noch zu mir? Ist Fructose und Glucose nicht entzündungsfördernd? Immer die Menge macht das Ding. Die Menge macht es einfach. Wenn ich einen Apfel esse oder zwei, ist es absolut gut. Obst ist generell gut. Also ich glaube, man muss da so ein bisschen abwägen. Viele sagen, Obst ist schlecht, es würde zu Diabetes führen und so. Es hängt immer, es steht und fällt mit der Menge. Es ist einfach so. Und wie ich mich ansonsten den Tag über noch ernähre. Also ich persönlich esse sehr gerne Obst. Ich brauche das auch. Aber es müssen eben nicht 2 Kilo Äpfel am Tag sein. Wenn es 2 sind, ist es auch in Ordnung. Und deswegen, weil das eben auch die natürlichen Antioxidantien unter anderem liefert. Also Antioxidantien sind ja Vitamin C, Vitamin E in Nüssen zum Beispiel oder ein gutes Leinöl, nehmen Möhren zum Beispiel, Brokkoli, Grünkohl. Das ist hervorragendes Antioxidant und natürlich alle. Auch heute noch. Ja, auch heute noch. Und nicht natürlich so, wie man es sich gerne wünschen würde oder wie viel wir brauchen, aber wenn es daran heißt, was kann ich zumindest an Gemüse oder Obst noch zu mir nehmen, dann würde das dazugehören. Und natürlich alle dunklen Beeren, ganz, ganz, das ist natürlich die Kraft, wo die meisten Antioxidantien drin sind. Ja, das höre ich immer wieder auch von sogenannten Ärzten, die in der Patienten über die Ketogenese behandeln, das heißt wirklich in die ketogene Fettverbrennung reinbringen, Kohlenhydrat, arm und, und. Früchte praktisch nichts, keine Früchte wegen dem zu hohen Fructose, aber Beeren wird empfohlen. Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, eigentlich alle diese Beeren, wo einfach nur gesundheitliche Wirkungen haben. Insbesondere eben höre ich immer wieder die Heidelbeere, die so enorm gesundheitsförderlich ist. Siehst du das auch so? Ja, also wir haben auch die Erfahrung gemacht oder auch ich als Therapeut habe ja ganz viel ausgetestet und mich schlau gemacht und Beeren generell, insbesondere gerade diese wilden Heidelbeeren, Powerbeeren. Ich fand es mal ganz interessant, ich habe in einem alten, so einem traditionellen indianischen Heilbuch mal gelesen, die Bilberry wurde dort die Frucht des großen Geistes genannt. Also wenn man, ich habe mir viele so alte, ganz alte Literatur beschaffen lassen, die es eigentlich gar nicht mehr gibt, habe teilweise Monate drauf gewartet und da fand ich es interessant, dass dort schon diese Bilberry, von der es weltweit über 150 verschiedene Sorten gibt, beschrieben wird wirklich als so eine wahre, ja, das Wort Powerfrucht mag ich eigentlich nicht, aber schon als eine Frucht mit einem enormen Potenzial. Drücken wir es mal so aus. Und das fand ich ganz interessant. Und was ich auch immer wieder spannend finde, du kannst die Bilberry, die ja laut Anthony Williams als die adaptogenste, als anpassungsfähigste Frucht der Welt gehandelt wird, diesen Strauch, du kannst versuchen, ihn abzutöten, sage ich schon, ihn abzubrennen. Es ist nicht machbar. Nach einem Brand wächst dieser Strauch nochmal mit vermehrtem Potenzial wieder auf. Und das fand ich so faszinierend zu sagen, wenn man diese Kraft bündelt und zu sich nimmt, was macht das dann erst mit unserem Körper aus? Ja, und genau diese Frage habe ich einer Dame gestellt, die auch mit einem Bilberry-Konzentrat. Extrakt erarbeitet und ich möchte das gerne mal euch zeigen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist eine 69-jährige Dame und es ist ganz verrührend, was sie da erzählt, wie sie da mitarbeitet. Gerne bleiben Sie bitte dran. Ich bin die 89-jährige Hilde und eigentlich für mein Alter noch ganz fit. Aber ich habe auch lange gesucht, dass ich etwas finde, was mich weiterhin gesund hält. Bin dann schließlich auf Bluentox gestoßen, das mir auch nach einer sehr schwierigen Zahn-OP sehr gut geholfen hat und ich keine weiteren Schmerzmittel nehmen brauchte. Und meine Mittel, die ich bisher noch genommen habe, konnte ich deutlich reduzieren und denke, mit Bluentox kann ich meine nächsten 10 Jahre bestreiten.
So, jetzt haben wir es gesehen. Das ist eine ganz herzige, rührende Geschichte. Also sie fühlt sich pudelwohl. Ja. Sieht auch nicht aus wie eine 89-jährige Dame. Und da merkt man einfach, also diese Dame hat eben auch dieses Bewusstsein, ich möchte gesund alt werden. Und das muss ich sagen, finde ich auch dieses Bemerkenswerte, dass man Alter setzt man immer mit krank in Verbindung. Aber das muss nicht sein. Es ist doch nur eine Zahl. Wir sind doch auch schon im guten Mittelalter und agieren noch so fit wie früher. Ja, ich staune auch immer wieder. Ich habe immer eine Patientin da, die kommt immer, eine Klientin, 82 ist sie. Ja. Aber die tut was. Die will Sauerstoff, die nimmt Nahrungsergänzungsmittel und sie ist vital und will lernen. Und letzte Woche an einer Beerdigung habe ich eine 93-jährige Dame kennengelernt, die erklärt mir mein iPhone und lernt noch eine Fremdsprache. Da muss ich sagen, mein Gott, und die sind so fit und lebensfroh. Also wenn man was tut, dann kann man wirklich im Alter noch so fit sein, wie jetzt eben auch diese Dame. Und das ist einfach mein, bleibt gesund ins hohe Alter gehen. Das ist so mein Ziel. Und diese Antioxidantien, also diesen Rostschutzfaktor, den brauchen wir einfach, um einfach uns gegen diese ganzen freien Radikale, also sind ja eigentlich Moleküle, denen Elektron fehlt und die klauen dann von einer gesunden Zelle wiederum etwas. Und damit diese ganze Reaktion nicht ins Endlose geht, macht es halt Sinn, von außen sozusagen diese Lückenfüller, also diese Antioxidantien hinzuzuführen. Und es ist eigentlich ein harmloses Vergnügen, sowas zu nehmen. Auch Vitamin D natürlich, Vitamin E, Magnesium, Zink, Selen, das sind Dinge, ohne die würde ich sagen, geht es heute gar nicht. Und es ist auch nachgewiesen, dass eben im Obst und Gemüse leider nicht mehr das drin ist, was noch unsere Eltern, Großeltern damals, wenn sie nach Hause kamen, sich aus dem Garten gehackt haben, die Kartoffeln und alles. Und es fängt halt mit den Kindern an. Also bitte immer ganz früh ansetzen, damit dieses Bewusstsein wächst und die Menschen gesund, wie eben die Dame mit 89, gesund fit bleiben. Das finde ich bemerkenswert. Ich habe noch ein kleines Feedback von ein paar Kinder. Willst du es sehen? Gerne. Ja, dann bauen wir das schnell ein, liebe Regie. Gerne. Bitte noch das Video zeigen, wo wir die den drei Kindern gefunden haben. Hallo, ich bin Jaden. Ich bin Jayla. Ich bin Jeremy. Ich nehme jeden Tag immer Blue Antox, damit ich gesund bleibe. Mein Bauch. So. Süß, hä? Klasse. Einfach süß. Süß, kurz, knapp, aber klar. Klasse. Ja, die wachsen natürlich jetzt auf. Wahrscheinlich kommt sie von der Mutter her, diese Empfehlung her. Mhm. Aber für sie ist es selbstverständlich und es tut ihr gut, sogar am Bauch ist das Herz. Ja, und das ist einfach. Und oft ist es auch so, das hören wir von ganz vielen Eltern, die Kinder haben, dass die Kinder die Eltern daran erinnern und sagen, Mama, heute musst du aber noch die Blaubeer des Blue Antox nehmen. Mhm. Und das finde ich so süß, dass die oft die Erinnerer für uns Erwachsene sind. Mhm. Und das ist ja, da fehlen mir einfach manchmal die Worte und ich finde es einfach nur sehr demütig, dass man sowas noch mit in die Welt bringen darf. Mhm. Das ist ja einfach das Wichtigste. Du arbeitest ja als Therapeutin ja auch mit diesen Antioxidantien. Ist das für dich der König geworden? Ist das wirklich das Produkt, wo man eigentlich anfangs der Sendung gesagt haben, ist es der König aller Antioxidantien? Mhm. Also ich habe ganz viel austesten dürfen und halte auch vieles für sehr, sehr gut. Mhm. Und jetzt im Punkto Antioxidanz, aber auch Entzündungshemmung, Antiphlogisticum, also schmerzlindernd, ist das für mich, für mich ist es eben mein Favorit. Und ich sehe mich halt immer so ein bisschen zurück, als ich vor 20 Jahren diese Herzmuskelentzündung hatte, ein Jahr im Bett lag und keiner wusste, was zu machen ist. Deswegen ist mein Bestreben, nehmt sowas doch bitte jetzt, damit euch nicht das Gleiche passiert wie mir. Weil bei mir damals man kannte es, aber da ich aus der Schulmedizin komme, wurde mir sowas nicht vermittelt. Und deswegen habe ich immer so meine eigene Geschichte im Hintergrund und sage, nehmt das doch, also als Antioxidant und überhaupt als ganzheitliches Präventionsmittel ist es für mich das Blue Antox nach wie vor einfach meine Präferation, aber auch in Kombination natürlich mit einem ganzheitlichen Lebensstil. Das gehört einfach dazu. Stressreduktion, also alles, was eine Entzündung anfeuern kann. Mhm. Und das gehört natürlich dazu, das dann abzubauen, wie einen physischen Stress, einen seelischen Stress, psychischen, emotionalen oder auch arbeitsmäßig. Tust du das, was du liebst? Wenn ja, ist es gut. Und wenn nicht, überlegen, gibt es vielleicht einen Ansatz, da irgendwas dran zu ändern. Mhm. Hört sich so lapidar an, aber auch das macht mit unserem Körper Stress. Mhm. Wir brauchen wieder vermehrt Antioxidantien. Und dass man da einfach schaut, dass man die Kaskade da doch so ein bisschen runterfährt. Mhm.
Das Beispiel vorhin noch mit dem Elektronenmangel, wo du gesagt hast, eben das Oxidieren, das ist ein Elektron, das rausgerissen wird. Ja. Da hatte ich mal so ein Experiment gemacht mit einem Apfel, in zwei Hälften geschnitten. Dann sieht man ja, wie er fängt zu oxidieren. Er wird langsam braun. Mhm. Und auf diesem Apfel habe ich mit so einem Stift Elektronen reingeschossen. Ah, klasse. Immer wieder mal Elektronen reingeschossen vor Kamera. Und dann hat man gesehen, wie der immer dunkler wird. Ja. Und der ist frisch geblieben. Und da sieht man ganz einfach, wie wichtig diese Elektronen sind, oder? Und das ist ein gutes Beispiel, was du sagst, auch jetzt an Obst, was man kauft. Oft ist es ja so, ein guter Apfel, du schneidest den auf, der sollte schnell braun werden. Mhm. Aber wenn du so einen Industrieapfel nimmst, der eh schon, was weiß ich, was hinter sich hat und vielleicht nie Sonne gesehen hat, wenn man den aufschneidet, der bleibt hell. Da tut sich nichts mit braun. Tatsächlich. Also das ist, fällt mir gerade so ein, das ist auch noch so eine Geschichte. Mhm. Zitronen sind super Antioxidant. Purer Zitronensaft morgens, einen halben Liter warmes Wasser, Zitrone rein. Also ich trinke es jeden Morgen. Für mich gehört es mittlerweile als Start in den Tag dazu. Mhm. Auch ein harmloses Mittel, um einfach auf natürliche Art und Weise schon mal die Antioxidantien im Körper anzukurbeln. Mhm. Und dein Darm dankt es dir, wenn der Kaffee kommt. Wobei auch Kaffee Antioxidant ist, ohne Milch. Mhm. Und ohne Zucker. Und ohne Zucker, ja, ganz wichtig. Genau, da hatten wir mal eine Diskussion mit einem Professor und Arzt hier. Ja. Und am Schluss waren sie sich nach langer Diskussion endlich einig. Jawohl, sie haben recht, der Kaffee ist leicht basisch. Hm. Er ist wirklich gesundheitsförderlich. Ja. Das ist eine Medizin, wenn man nicht einfach so zu viele Kaffees. Man kann alles wieder, wie immer, übertreiben. Ich glaube, die Dosis macht das Gift, was Paracelsus schon gesagt hat. Ja, ja. Und das gilt. Das gilt für alles. Also das gilt es auch, wenn ich eingeladen bin. Mhm. Irgendwo da gibt es ein gutes Schwarzwälder Stück Torte, dann esse ich die und genieße sie. Ich muss ja nicht die ganze Torte essen. Mhm. Und ich glaube, das ist die Lösung und der Schlüssel oft für alles. Du hast vorhin noch in einer Silbe gesagt, es gibt über 150 verschiedene Sorten von diesem König aller Antioxidantien. Wie hat man dann herausgefunden, welches wirklich das Beste ist? Das ist einfach eine jahrelange Entwicklung. Ja. Und es gibt ganz, ganz viele in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt verteilt. Aber es gibt eben nur einige Länder, in denen diese wilden Bilberries wachsen, so wie wir sie gerne hätten. Mhm. Und da die Firma, die ich da empfehle, in Deutschland produziert, das ist mir einfach wichtig, ohne Zusatzstoffe, alles raus an Rieselhilfen, ist dieser Qualitätsstandard einfach gegeben, weil du brauchst einen gewissen Anteil an Anthocyanidinen drin, damit du überhaupt diese Wirkung hast. Viele sagen, ach, dann esse ich doch einfach so und jeden Tag ein Kilo Heidelbeeren. Das ist gut, keine Frage. Nur um diese massive antientzündliche und auch gefäßschützende Wirkung zu haben, brauche ich eben einen potenzierten Anteil von diesen Anthocyanidinen. Das kriege ich aber nur mit einem speziellen Extraktionsprozess. Mhm. Und da habe auch ich am Anfang gedacht, na super, dann tue ich der Blaubeere ja weh, sage ich jetzt mal so. Wie soll die mir dann noch was Gutes liefern? Aber genau das ist der Schlüssel, weil dadurch produziert sie diese Hitzeschockproteine und die wiederum lösen eben eine weitere Kaskade aus, dass sie eine größere Abwehrfähigkeit haben. Also du brauchst diesen Prozess, diesen Stress sozusagen, damit die Bilberry noch ihre vermehrten unterstützenden Substanzen ausschüttet. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, weil das im ersten Moment, also auch mir, unlogisch erschien. Mhm. Und das ist dann oft der Schlüssel des Ganzen. Aber genau schauen, was nehme ich, was steht drauf, auch auf das Kleingedruckte achten, das ist oft, bitte ich immer mal zu lesen, da steht auf manchen Produkten auch drauf, Achtung für Schwangere, nicht geeignet, dann sollte man sich vielleicht überlegen, warum. Komisch. Ganz komisch. Ja. Also meine, in der naturheilkundlichen Literatur, wo ich immer wieder mich lese, durchlese, stoße ich ja immer wieder auf diese wilden Heidelbeeren, immer und immer wieder. Da gibt es ja auch Dutzende von Studien darüber, was das alles schon kann und gemacht hat. Ich habe mich nur immer gefragt, wie komme ich zu wilden Heidelbeeren da hier in der Schweiz? Also, das ist die große Kunst. Das ist die große Kunst. Also wir haben ja, die ganze Welt kann man absuchen und es gibt überall sehr, sehr gute. Mhm. Aber ich betone immer nur für das, was ich jetzt empfehle oder auch hier die Firma, mit der ich da zusammenarbeite. Für uns ist es das, haben wir einfach die besten Erfahrungen gemacht und das muss letztendlich jeder für sich selber entscheiden. Es gibt Studien zu den Inhaltsstoffen von Krebs bis zu neurodegenerativen Erkrankungen. Also alles, was entzündlich ist, von Parodontose bis zu Pankreatitis, von Colitis ulcerosa, wir haben bei Magen-Darm-Erkrankungen sehr gute Erfahrungen machen dürfen, von normalen Schmerzen, also es hat ja alles einen entzündlichen Prozess, das ist es eben. Es hängt die gleiche Logik, ne? Ja, eigentlich ist es total einfach und man macht es nur, oder es wird oft zu kompliziert gemacht. Also statt zu warten, bis dieser
wie so diese entzündungshemmenden Barometer zu einem Flächenbrand wird und letztendlich daraus das Leid entsteht, sollte man eigentlich immer wieder mit dem Feuerlöscher zwischendurch wieder ein paar Brände löschen, oder? Genau, und am besten sie erst gar nicht entstehen lassen. Deswegen ja auch diese Prävention, dieser präventive Aspekt, lasst es am besten gar nicht entstehen. Es ist oft nicht vermeidbar, wie auch bei uns jetzt. Du sitzt im Auto, du kriegst Antioxidantien ab, wenn du an der Straße stehst. Das lässt sich nicht vermeiden, aber dass man dann eben sagt, wie du sagst, lass keinen Flächenbrand entstehen, tu bitte vorher was, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist oder wie ich damals diese Herzmuskelentzündung hatte. Man hätte das alles vorher verstehen können, wenn ich denn irgendwie in diesem Thema drin gewesen wäre. Aber die Schulmedizin ist da leider oder war damals zumindest noch auf anderen Pfaden. Wobei Schulmedizin ist gut. Also das ist mir mal ganz wichtig, die Zusammenarbeit zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde. Nicht das eine oder andere verteufeln, sondern nur zusammen sind wir stark. Das ist meine, ehrlich gesagt, mein Ansatz. Lass uns zusammen da eine Strategie empfinden. Das glaube ich auch so. Ja, das ist das Wichtigste. Ja, ja. Die Naturheilkunde muss einfach schauen, dass wir Prävention betreiben und gesund bleiben. Ja. Ich erinnere immer wieder an die Geschichten in China, wo doch ein Arzt bezahlt wurde von den Gesunden und der Kranke musste nichts bezahlen. Ja. Und somit war das ganze System für mich irgendwo auch rund. Ich hatte mal einen deutschen, es gab mal einen deutschen Bundespräsident, der hat auch gesagt, wie kann das Leid des einen das Wohl des anderen sein? Diese Frage ist unheimlich interessant, aber da ist einfach eine Strukturproblematik dahinter. Und letztendlich muss man auch sagen, wir sind ja auch selbstverantwortlich für unsere Gesundheit. Und wenn wir uns nie bewegen und immer nur Fastfood essen, dann ist es irgendwo auch klar, was passiert? Irgendwann. Und was ich ganz interessant fand, die Zahl habe ich gestern noch mal gelesen. In Deutschland wurden im letzten Jahr für Medikamente 37 Milliarden Euro ausgegeben. Die Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 37 Milliarden Euro für Medikamente. Dazu muss man, glaube ich, nichts mehr sagen. Nee, um wie viel wurde für den König der aller Antioxidantien ausgegeben? Das ist wahrscheinlich dann wirklich im Promillbereich im Verhältnis zu dieser Summe. Ja, wenn ich mehr über diesen König lesen möchte oder mehr finden möchte oder Informationen, hast du mir eine Quelle, wo man da nachlesen könnte? Ja, also zum einen empfehle ich den Leuten, schreibt oder schaut im Internet bei www.blueentox.com, blue für blau, entox für antioxidant.com oder auch an info@blueentox.com. Ja. Da findet ihr Telefonnummern mit guten Therapeuten, die euch auch Informationen zuschicken. Und ansonsten bei meiner Homepage www.juttasuffner.com. Alles Fragen, was Sie fragen oder was ihr fragen wollt. Und zu Vorträgen, Seminaren oder auch zu weiterem Informationsmaterial. Super. Und bei Quantisana kann man es in der Schweiz auch bekommen. Dann ist der Weg alles etwas einfacher. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Jutta. Danke dir. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben es gehört, der König aller Antioxidantien ist tatsächlich in dieser Blaubeere drin, in diesen Heidelbeeren. Wie wir Schweizer immer sagen, sagt man in Deutschland auch Heidelbeeren. Es kommt immer auf die Region an. Blaubeeren, Heidelbeeren ist schon in Ist schon das Gleiche. Alles gut. Und hier kann man ein Konzentrat, sage ich immer wieder, ne? Ein Extrakt. Ich lerne das nicht. Du, ach doch, auch du lernst es. Du brauchst einfach mehr von den Bilberries, von Blue Antox. Super, alles klar. Und dann wirst du es auch behalten. Gut, ein Heidelbeerenextrakt ist tatsächlich der König aller Antioxidantien. Jetzt haben wir es auf den Punkt gebracht. Ja. Und wenn Sie sich diesem Bereich auch ein bisschen widmen wollen, sagen, okay, ja klar, habe ich Lebensumstände, die entzündungsförderlich sind und vielleicht tue ich tatsächlich zu wenig, um diese Brände regelmäßig zu löschen oder gar nicht entstehen zu lassen, dann haben Sie hier heute in dieser Sendung möglicherweise etwas gehört, was Ihnen gut tut und dienlich wäre. Ich wünsche es für Ihnen und für Ihre Gesundheit, dass Sie alle Brände immer schön unten haben und es gar nicht zu einem Flächenbrand kommt, sondern dass Sie gesund bleiben, fit bleiben und uns bald wieder beehren mit Ihrem Besuch. In diesem Sinne, alles Gute, danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen miteinander.